Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, was ich letzte Woche alles beim C&A geshoppt habe. Ich dachte, ich teste heute mal die Klamotten von C&A und mache ein Haul dazu. Ich werde euch auch zeigen, wie die Klamotten getragen aussehen. Ich werde die dann immer hier so ein bisschen einblenden, sodass ihr euch einen Eindruck machen könnt, wie die Klamotten getragen aussehen. Wie in jedem Fashion-Video weise ich euch natürlich auch auf meinen Instagram-Account hin. Hier ist mein Name. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich gerne dort folgen, um einfach noch ein bisschen mehr Style-Inspiration zu bekommen. Ich habe auch schon ganz viele Online-Stores getestet und Hauls dafür gemacht. Also wenn du das sehen möchtest, dann klick doch mal gerne hier in meine Fashion-Playlist rein. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich da vielleicht ein bisschen umschaust und neue Inspirationen finden kannst. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr, wenn du bis zum Ende dran bleibst und würde sagen, viel Spaß mit diesem Video. Fangen wir an mit einem BH. Und zwar ist das so ein BH mit Push-Up-Effekt. Der sieht so aus. Ich kann den ja mal hier ranlegen. Ich finde rosa Unterwäsche immer sehr feminin und somit auch sehr schön. Den BH könnt ihr wie jeden anderen BH auch hier verstellen. Ich nehme eigentlich sehr, sehr, sehr gerne Push-Up-BHs, weil ich das einfach gut finde, dass es so eine Option überhaupt gibt, seine Brust ein bisschen zu pushen. Ja, ich habe den in der Größe 75B, also ich habe relativ kleine Brüste, aber ich stehe dazu. Ich finde das vollkommen okay, wenn man nicht so riesen Dino-Eier hat und ich finde das einfach in Ordnung. So bin ich geboren, also so bin ich nicht geboren, aber so bin ich entwickelt und mir ist das eigentlich egal. Auch eine kleine Brust kann schön aussehen. Ja, der BH, der hat 7 Euro gekostet und ich finde generell die Auswahl beim C&A, was Unterwäsche betrifft, enorm gut. Machen wir weiter mit einer Sommerhose. Und zwar ist das jetzt so eine, lockere, ich würde nicht sagen Schlaghose, aber die ist auf jeden Fall etwas lüftiger für den Sommer. Und hier oben mit Knöpfen versehen. Genau, die könnt ihr dann einfach so einhaken und schließen, die Hose. Am Bund ist es ein bisschen so elastisch, also es wirkt so ein bisschen wie so eine Röschenoptik. Sie ist eigentlich High-Waist zu tragen und passt sich der Figur eigentlich recht gut an, ist aber dennoch nicht unangenehm. Also ihr habt auf jeden Fall noch Platz in dieser Hose. Es ist Baumwolle. Es ist jetzt kein Leggings-Material oder Jeans-Material. Ja, die Hose habe ich in Größe 38 genommen und die sitzt halt ziemlich lüftig. Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Klar ist jetzt natürlich nicht das mega sexy Outfit, aber mit so einem Top oder mit einem langen Shirt in die Hose gestopft, ist das auch eher so Office-Klamotten. Und ich arbeite halt im Büro und deswegen finde ich sowas eigentlich immer sinnvoll. Ich meine, kauft euch Klamotten, wo ihr 8 Stunden drin sitzen könnt, ne? Dann kommen wir zu einem Basic-Teil und zwar habe ich mir jetzt hier so ein ganz normales Tanktop, heißt das glaube ich, aber so ein ganz normales Top gekauft. Und hier ist es mir halt sehr wichtig zu wissen, dass ich mich sozusagen an der Challenge Wear the Change beteiligt habe, denn das ist ein Bio-Material, also es ist naturbewusstes Einkaufen. Und ja, das finde ich halt sehr gut. Da gab es halt auch noch mehrere Farben. Ich glaube, da gab es noch weiß und rot. Aber ich bin mir jetzt nicht mal ganz genau sicher, ob das der Stand war. Anyway, jedenfalls habe ich gedacht, komm, du brauchst so oder so immer ein Basic-Shirt oder ein Basic-Top. Und da dachte ich, komm, tust einfach wieder mal was Gutes, ne? Und das Top hat 4,50 Euro gekostet und ich habe es extra mal in XL genommen, weil ich auch da sagen muss, ich mag es nicht gerne eng, weil ich habe nicht die beste Figur und ich finde das mehr als unangenehm, wenn da so viel Speck zu sehen ist. Und ja, ich fühle mich gesundheitlich auch nicht danach so verpackt auszusehen. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Ich fühle mich dann so, wie als würde ich keine Luft mehr bekommen. Dann machen wir weiter mit einem Sommerkleid. Und zwar ist das dieses gelbe Kleid und ich fand das wirklich sehr schön. Aber leider ist dies auch ein bisschen figurbetont. Hinten am Rücken ist das so überkreuzt gestaltet. Ja. Und hat solche Trägerchen. Ja. Und dieses Kleid ist halt schon figurbetonter als die Sachen, die ich euch davor gezeigt habe. Was ich nicht unbedingt schlimm finde, weil ich darunter eigentlich gerne so
Body-Shaping-Wear, Unterwäsche so halt trage. Und dann geht das eigentlich. Aber auch da muss ich leider sagen, das ist schon L und es ist immer noch figurbetont. Das Kleid liegt preislich ungefähr bei 18 Euro. Ich habe das Preisschild schon abgemacht, weil ich es schon mal getragen habe. So, dann machen wir weiter auch mit einem Sommerkleid. Ich bin eigentlich mit der Intention in den C&A gegangen, weil ich unbedingt Office-Klamotten brauche. Und der Sommer steht ja an. Dann habe ich mir hier so ein Kleid gekauft. Das finde ich wirklich sehr schön. Das habe ich in der Größe 38. Es kostet 19,90 €. Und das ist wirklich ein sehr schön angenehmes, lüftiges Material. Hier vorne an der Brust ist auch mit so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber sieht so aus wie Blütenblätter. Ja, das finde ich wirklich sehr schön, das Kleid. Und da freue ich mich wirklich, dass ich das mitnehmen konnte, weil es wirklich ein angenehmes Material ist. Dann habe ich mir hier so ein gelbes, langes Kleid gekauft. Das hat sogar zwei Taschen. Also da kann man auch ein Handy reinstecken. Das ist Baumwolle und es hat hier so an dem Rücken so einen Gummizug, sodass ich das auch am Brustbereich definitiv anpassen kann. Genau, das habe ich in der Größe 38. Es hat 24,90 € gekostet und ich finde, das ist auch sehr, sehr, sehr lang und kann auch an den Trägern hier verstellt werden. Finde ich wirklich schön. Ist auch gar nicht so figurbetont, ist eher was Lüftiges. Und ich finde, für den Sommer muss es einfach lüftig sein. So, und dann kommen wir zu der letzten Schlaghose. Das ist jetzt wirklich eine Schlaghose. Und zwar ist die auch sehr high-waist. Ich fand es wichtig, dass ich mal so überhaupt so Office-Klamotten einkaufe. Und ja, die ist jetzt halt ein bisschen groß am Bund. Aber das ist so eine Schlaghose. Die könnt ihr unten, ich hoffe, ihr könnt das sehen, die könnt ihr unten halt auch nochmal überschlagen, umkrempeln, um es einfach ein bisschen stylischer zu machen, so dass da unten noch so ein bisschen Fußknochen sozusagen rausguckt, Haut auf jeden Fall. Ja, und das ist halt eine ganz normale Basic Office Hose. Oben hier am Bund sehr elastisch, werde ich euch auch gleich mal anziehen. Ja, und das war es eigentlich schon. Jetzt werde ich die Klamotten für euch mal schnell anziehen. Und dann bedanke ich mich an der Stelle, dass du in das Video reingeklickt hast, dass du so lange dran geblieben bist. Vergesse definitiv nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Zudem bitte ich dich dazu, dass du auch auf jeden Fall die Glocke aktivierst, weil es gehen super viele Videos unter, wenn man die Glocke nicht aktiviert hat. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinklicken, fürs Zusehen und fürs lange dranbleiben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!